Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online und im 10-jährigen Jubiläum, was wir aktuell haben. Ja, das ist die Torte neben uns. Die wollte ich nur mal gezeigt haben, weil ich die ständig vergessen habe, wenn ich aufgenommen habe. Und dementsprechend natürlich auch keinen XP-Schub erhalten habe. Wobei angeblich soll man den ja mittlerweile bekommen, ohne dass man die Torte isst. Aber naja, angezeigt wird er normalerweise nicht mehr seit der Aktualisierung, deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Wir starten heute mit der Prolog-Quest. Ach so, genau. Und ich zeige euch noch kurz, wo ihr die erhaltet. Das ist wie immer, ihr geht einfach oben auf den Kronenshop. Da müsst ihr natürlich hier oben links auf den Shop stehen. Dann geht ihr hier unten auf Quests, auf Prologe und scrollt dann so lange runter, bis ihr hier unten bei Prolog Emporstrebender Zweifel seid. Da seht ihr auch unten links, das ist die Prolog-Quest zu Heileil. So, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt an zu spielen. Hallöchen! Ja, Jarkan möchte nicht so richtig mit mir reden. Hey da, Hübsche. Seid ihr die, die Fürstin Arabelle versprochen hat, zu mir zu schicken? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich stecke bis zum Hals in einem Geheimauftrag, bei dem es um eine verschwundene schöne Frau geht. Es ist ein Rätsel, das direkt einem Ermittlerin-Wala-Roman entsprungen zu sein scheint. Ja, dann ist das kein Problem. Dann hole ich eben Evely, die kann mir dabei auf jeden Fall helfen, weil die liest nämlich diese Romane gerne. Erzählt mir mehr über diesen Geheimauftrag. Ah, dieser Teil kommt später. Die wundervolle Valessea ist verschwunden. Das hat Vorrang. Fürstin Arabelle hat mich angeworben, um ein paar Medaillons bei Valessea abzuholen. Doch als ich bei der Werkstatt ankam, fand ich den Ort geplündert vor und sie war fort. Irgendeine Idee, wo wir nach Valessea suchen könnten? Leute in meinem Metier neigen dazu, die unterschiedlichsten Bekanntschaften zu machen. Ich habe Erkundigungen angestellt und endlich hat jemand geantwortet. Ich will mich gerade mit Taraska treffen. Wollt ihr mir helfen, Valessea zu finden und mit meinem Kontakt sprechen? Ihr werdet natürlich auch bezahlt. Ich werde euch helfen, eure verschwundene Freundin zu finden und mit eurer Kontaktperson zu sprechen. Hier will sich meine Kontaktperson Taraska treffen. Ich habe diesen Wagen angeheuert, um uns hinzubringen. Ich hoffe, ihr habt nichts gegen etwas beengte Umstände, Hübsche. Springt rein und wir machen uns auf den Weg. Erzählt mir mehr von diesen Medaillons. Valessea hat sie nach einem Generalmedaillon angefertigt. Fürstin Arabelle meinte, sie wären entscheidend für den Erfolg unserer Mission, aber ich habe aufgehört, weiter zuzuhören, als mir klar wurde, dass sie kein Gold wert sind. Es sind eine Art Einladungen, aber sie hat mir nicht gesagt, wofür. Wisst ihr, wie die Medaillons funktionieren? Nicht wirklich. Mein erster Auftrag für Fürstin Arabelle war es, das Generalmedaillon aufzuspüren. Die Vorlage, mit Hilfe derer die anderen erschaffen wurden. Ich kenne die näheren Einzelheiten nicht. Nicht, dass sie mich interessieren würden. Ich sollte die Medaillons von Valessea bekommen, aber die waren auch weg. Warum nicht einfach eine gewöhnliche Einladung schicken? Das habe ich auch gefragt. Fürstin Arabelle sagte, und ich zitiere sie da, »Seid doch nicht töricht, mein Teurer. Sie weiß wirklich, wie kränkend Worte sein können. Es hat etwas mit Valesseas Verzauberungen zu tun. Sie erlauben es den Trägern, einen geschützten Ort zu betreten.« Erzählt mir mehr von Valessa. Valessea ist eine atemberaubende junge Magierin, die sich in der Magiergilde einen Namen macht. Ich bin ihr nur zweimal begegnet, doch sie ist verrückt nach mir. Mhm. Wahrscheinlich liegt sie jede Nacht wach und träumt von diesem schönen Antlitz. Diese Wirkung habe ich auf die Leute, wisst ihr? Ja, zumindest denkst du, dass du diese Wirkung hast. Halt, ihr habt Valessea nur zweimal getroffen? Genau. Das erste Mal auf dieser verstockten Feier der Liga der Standhaften, zu deren Besuch mich Fürstin Arabelle gezwungen hatte. Das zweite Mal, als ich das Generalmedaillon fand und es bei ihr in der Werkstatt abgab. Wie oft ist auch gar nicht wichtig. Ich will sie finden. Was ist die Liga der Standhaften?
irgendeine philanthropische Organisation, für die Fürstin Arabelle arbeitet. Sie bietet den Vertriebenen und Verwundeten des laufenden Krieges in Cyrodiil Hilfe und tut noch mehr Gutes. Können wir jetzt bitte nach Valisea suchen? Ja, okay, können wir. Habt ihr schon gehört, was in Altfelden geschehen ist? Sie haben den Herzog getötet. Oh nein! Gut, wir müssen zu den Docks, wenn ich das hier oben richtig sehe. Und ich schicke schon mal eins vorweg. Es tut mir wirklich leid, wenn ich irgendwelche Probleme mit dem Lesen bzw. Vorlesen habe. Ich habe heute wieder nur 4 Stunden geschlafen. Und entsprechend kaputt bin ich auch. Ich hatte dann auch noch riesige Probleme mit einem Let's Play gestern. Und ja, bin ein bisschen neben mir heute Morgen. Aber ich gucke trotzdem, dass das keinen großen Einfluss darauf haben wird, was hier im Spiel passiert. Hier unten in der Nähe müsste das sein. Zu viel zu tun und zu wenig Zeit. Ah, hier. Hat der nicht gesagt, der hat extra ein, nicht ein Schiff, sondern ein Wagen bestellt? Nee, Moment, mit ihr muss Seid ich gar nicht bereit? Reden. Moment, oder? Wie wegreisen? Oder muss ich doch mit ihr reden? Doch, das steht bei ihr drauf. Es ist kein guter Tag für eine Reise. Selbstverständlich. Altmeri Dominion. Ich guck mal eben, wo er mich hinführt. Wartet. Wir haben eure Reisen durch Gratwald beobachtet. Und wir benötigen eure besonderen Talente. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wo er mich jetzt gerade hingeführt hat. Aber ich sollte eigentlich hier oben nach Wadenfell. Also, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, weil das ist halt weiß und ich bin jetzt den weißen Dingern gefolgt und bin komplett woanders ausgekommen. Wir reisen jetzt einfach mal so dahin, das geht immer besser und schneller. Wie kann man denn einen Geschichtenweber von anderen Bosmer unterscheiden? Ich möchte nicht unhöflich klingen, aber dieser fällt... Was dir alles schwer fällt und nicht schwer fällt, kannst du für dich behalten. Obwohl ich es ja cool finde, muss man ja auch dazu sagen, dass wenn man hier so unterwegs ist, dass die Leute um einen herum reden, weil das wirkt, ja, wie soll ich sagen, es wirkt viel echter. Es wirkt sehr viel realistischer, wenn die Leute reden, weil es ja in der Realität auch so ist, ne? Man läuft irgendwo rum und man hört die Leute reden oder es gibt Geräusche und was weiß ich. Nee, da oben muss ich nicht hin. Da. Taraska, ihr seht gut aus, alte Katze. Genug, Jaggar. Ihr habt euch kein bisschen verändert. Meine Freundin, sprecht mit ihm. Jaggar war weise, jemanden mitzubringen. Er wird das sicher als Ausrede benutzen, um nicht das Gold zahlen zu müssen, das er diesem schuldet. Taraska freut sich, mit jemand anderem als dieser Glatthaut sprechen zu können. Dieser hat Informationen für euch über seine Freundin. Wisst ihr, wo wir Valessa finden können? Taraskas Kontakte haben von einer Gruppe erfahren, die eine Hochelfin gefangen genommen hat. Bei der Verfolgung erkannte dieser, dass besagte Gruppe der Orden der Emporstrebenden war. Der Orden der Emporstrebenden? Wer ist das? Ihr habt noch nicht von denen gehört? Das ist eine Gruppe, die sich gegen den Krieg der 3 Banner stellt. Sie protestiert üblicherweise gewaltfrei, weshalb dieser es verwunderlich findet, dass sie etwas mit einer Entführung zu tun hat. Doch das ist nicht Taraskas Angelegenheit. Wohin hat der Orden der emporstrebenden Jakans Freundin gebracht? Dort rein. Taraska ist ihnen lang genug gefolgt, um zu sehen, wie sie durch ein Rankentor verschwunden sind. Sie sind nicht wieder rausgekommen. Dieser hat eine Laterne hinterlassen, damit ihr den Eingang findet. Danke für diese Informationen. Taraska ließ eine Laterne am Eingang zurück, wo der Orden der emporstrebenden Jakarns Freundin hingebracht hat. Ihr könnt sie nicht übersehen. Achtet darauf, dass ihr Jaggar nicht sterben lasst. Er schuldet Taraska eine Menge Gold und dieser will das irgendwann abkassieren. Was ist eure Vorgeschichte mit Jaggar? Je weniger Taraska darüber sagt, desto besser.
Dieser kennt Jakarn schon eine lange Zeit und hatte von Anfang an unter seiner lockeren Haltung zu leiden. Er ist ein Dieb mit einer silbernen Zunge und einem bezaubernden Lächeln. Es gibt kaum eine Kombination, die schlimmer wäre. Warum erinnert mich das jetzt gerade an Rapunzel, total verföhnt? Warum seid ihr dem Orden der Emporstrebenden nicht nachgegangen, als ihr saht, dass sie eine Gefangene haben? Taraska ist kein Held. Jakarn hat nach Informationen gefragt und dieser hat sie ihm gegeben. Die Schuld von dem krallenlosen Tölpel diesem gegenüber ist damit umso größer. Verständlich. Danke, dass ihr mit Taraska geredet habt. Er ist reizbar wie eh und je. Auf jeden Fall dürfte die von ihm erwähnte Gefangene die liebliche Valisea sein. Wir müssen sie retten. Kommt, gehen wir rein und finden Valisea und ihre Entführer. Taraska erwähnte den Orden der Emporstrebenden. Damit hätte ich rechnen sollen. Ich bin ihnen bei meinem ersten Auftrag für Fürstin Arabelle begegnet. Sie bekamen das Generalmedaillon in die Hände, bevor ich es zurückgestohlen habe. Da ergibt es Sinn, dass sie es auch auf die anderen abgesehen haben. Doch warum haben sie Valisea entführt? Das ist nicht ihr Stil. Habt ihr irgendwelche Theorien? Mit Theorien kann ich nicht dienen. Doch ich kann Ärger riechen, wenn er sich zusammenbraut. Der Orden der Emporstrebenden plant etwas Großes und das gefällt mir nicht. Kommt schon, lasst uns Valisea finden. Mehr retten, weniger spekulieren. Taraska meinte, er hätte eine Laterne an der Öffnung gelassen, in die sie hinein verschwanden. Suchen wir nach ihr. Ja, ich würde einfach mal... Jetzt komme ich hier nicht drüber, oder was? Ich würde einfach mal den Eingang dahinter nehmen. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, hallöchen. Was stehst du denn jetzt so vor mir, Basti? Okay. Der Orden der Emporstrebenden muss hier irgendwo ein Versteck haben. Taraska sagte, er hätte eine Laterne am Eingang gelassen, oder? Sehen wir uns nach Spuren von Valisea um. Ja, die Laterne war doch draußen. Oder meinte er jetzt wirklich hier drinnen eine Laterne? Was erwartet ihr, was wir dort drinnen finden? Irgendetwas. Haltet einfach nur die Augen offen. Und kümmert euch um alles, was uns erstechen, verbrennen oder fressen will. Denkt daran. Taraska meinte, er hätte eine Laterne an einem von Ranken verdeckten Höhleneingang zurückgelassen. Ich werde die Augen offen halten. Gehen wir. Okay, er meint offenbar doch hier unten drin. So. Da ist was, was wir brauchen. Dann muss ich euch gehen. Zerrissener Stoff. Das sieht aus wie ein Stück von Valiseas Robe. Sie sah in dieser Farbe immer toll aus. Komm, wir dürften dicht dran sein. Ja. Fußabdrücke. Sieht aus, als hätte es hier ein Getümmel gegeben. Die kleineren Fußabdrücke könnten Valiseas sein. So, dann kommt mal alle nach hier. Im Laufen! Er will noch mal, wer hat noch nicht? Emporstrebende Verfechterin, wir haben eure Befehle verfolgt und die Hochelfenmagierin entführt. Hat sich auch ganz schön gewehrt. Knappe Oberon... Was? Achso, knappe Oberon hat sich dabei eine blutige Nase eingehandelt. Aber wir haben die Medaillons. Wir bringen sowohl die Magierin als auch die Medaillons zum Versteck, wie ihr befohlen habt. Emporstrebende Verfechterin, hm? Mir gefällt gar nicht, wie sich das anhört. Knappe. Ja, der Knappe, nicht die wahren Knappe. Ihr schafft das. Doch ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Ja, und ich bin gerade falsch gelaufen.
Sehen. Das muss Taraskas Laterne sein. Ich glaube, wir haben unseren Eingang gefunden. Valisea muss irgendwo hier drin sein. Gehen wir. Würde ich ja gerne. Valisea, euer schneidiger Held ist hier, um euch zu retten. Wieso läuft er Richtung Ausgang, wenn er das sagt? Das war Valisea, hier entlang. Okay. Valisea, macht euch keine Sorgen. Euer genau, macht Held euch keine ist hier. Sorgen. Macht euch keine Sorgen, ich laufe erstmal gegen den Pilzen statt gegen die Tür. Sicher überwältigt euch mein Anblick. Nur einen Moment, dann binde ich euch los. Jakan? Fürstin Arabels Gehilfe? Wie habt ihr mich gefunden? Ich hätte nicht gedacht, dass mich hier jemand finden würde. Am allerwenigsten Jakan. Doch ich bin euch beiden dankbar. Die Einladungsmedaillons. Jakan sollte sie für Fürstin Arabelle abholen. Aber der Orden der Emporstrebenden hat sie gestohlen. Wir müssen sie zurückholen. Erzählt mir, was geschehen ist. Ich hatte gerade meine Arbeit an den Einladungsmedaillons für Fürstin Arabelle abgeschlossen, als der Orden der Emporstrebenden in meine Werkstatt stürmte. Man entführte mich, nahm die Medaillons, fesselte mich und ließ mich hier zurück. Man stellte mir überhaupt keine Fragen. Ich verstehe das nicht. Wohin haben sie die Medaillons gebracht? Das weiß ich nicht sicher, doch die Gruppe hat sich aufgeteilt, als wir hier ankamen. Ein paar schleiften mich hierher, die anderen gingen tiefer in die Höhle. Sie müssen die Medaillons dorthin mitgenommen haben. Es waren insgesamt 5 Medaillons. Bitte findet sie! Ich werde die Medaillons finden. Gebt mir einen Moment, dann helfe ich euch, nach den Medaillons zu suchen. Es ist extrem wichtig, dass wir sie zurückbekommen. Die vom Orden der Emporstrebenden müssen sie tiefer in die Höhle hineingebracht haben. Könnt ihr mir sagen, wofür diese Medaillons sind? Ich sollte eigentlich nichts dazu sagen. Ich würde dies lieber Fürstin Arabelle überlassen. Ich kann euch jedoch verraten, dass die Medaillons Einladung sind. Verzaubert. Damit sie auf Wunsch von Fürstin Arabelle dem Träger Zutritt zu einem geheimen Ort gewähren. Ja, also sowas wie eine Invasion. Also, wenn das in Gegnerhand ist, natürlich nur. Wisst ihr, weshalb der Orden der Emporstrebenden sie will? Nein. Sie haben kaum von mir Notiz genommen, wenn man vom Umstand meiner Entführung absieht. Und eins könnt ihr mir glauben, ich war hartnäckig. Ich weiß nicht, wie sie überhaupt von den Medaillons erfahren haben. Doch ihre emporstrebende Verfechterin schien sehr gut informiert zu sein. Wisst ihr irgendetwas über die emporstrebende Verfechterin? Nur, dass sie bei dieser Sache eindeutig das Sagen hatte. All die sogenannten Ritter, die mich herumgeschubst haben, unterwarfen sich jedem ihrer Befehle. Sie ging tiefer in die Höhle mit der Gruppe, von der ich glaube, dass sie die Medaillons hat. Dann wäre eigentlich nur noch die Frage zu klären, woher wussten die von den Medaillons? Weil was sie damit vorhaben, sollte ja recht klar sein. Woher kennt ihr Jakan? Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Er wäre nicht so gut im Gedächtnis geblieben, wenn er nicht so entschlossen gewesen wäre, meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Seine Avancen waren natürlich harmlos, aber durchaus hartnäckig. Trotzdem freue ich mich, ihn zu sehen. Ich bin dankbar für die Rettung. Er glaubt, ihr vergöttert ihn. Ist das so? Das überrascht mich nicht. Jakan ist die Sorte Mensch, die meint, alle anderen wären von jedem seiner Atemzüge verzaubert. Und das sind manche sicher auch. Ich gehöre allerdings nicht dazu. Er ist zumindest amüsant, aber fast schon unerträglich. Vielen Dank für eure Hilfe, Jakan. Meine liebste Valisea, die leuchtende Bewunderung in eurem Blick, wenn ihr mich anseht, ist schon Dank genug. Ich nehme es zurück. Wo ist der Orden der Emporstrebenden? Ich bleibe lieber gefangen. Okay. Durchsucht das Versteck. Also wir müssen wieder ein Stück zurück und dann wahrscheinlich weiterlaufen. Ja, genau. Das heißt, hier rum. Nee, nicht hier rum. Und dann hier rum, wo wir eben noch nicht waren. Und hier sind dann die Sachen. So, dann kommt mal alle her. Die kleinen Feiglinge.
Die haut auch direkt wieder ab. Sehr schön. So, bringt die Medaillons zu Saallot Grotte. Wir treffen uns dort. An den Docks am Ende der Kaverne sind immer ein paar Boote. Nehmt, was da ist und rödelt nicht. Die emporstrebende Verfechterin. Da seid ihr ja, Hübsche. Habt ihr die Medaillons gefunden? Lasst es Valesea wissen. Ach, ich kann es kaum erwarten, hier herauszukommen. Der Orden der Emporstrebenden muss sich für vieles verantworten. Bitte sagt mir, dass ihr die Medaillons gefunden habt. Nein, aber ich habe diese Schriftrolle gefunden. Lasst mich einmal sehen. Da ist wieder diese emporstrebende Verfechterin. Fürstin Arabelle wird davon erfahren wollen. Doch ich kenne diesen Ort. Die Saallot-Grotte. Wo ist die Saallot-Grotte? Sie liegt auf Wardenfell. Aber sie hatten leider nicht erwähnt, wo genau in der Grotte sie die Medaillons hingebracht haben. Ich glaube, ich habe etwas, was euch dabei helfen könnte. Hier, nehmt diese Muschel. Okay. Wie wird mir eine Muschel helfen, die Medaillons zu finden? Es ist nicht nur eine Muschel. Ich habe sie mit derselben Magie wie die Medaillons verzaubert. Wenn ihr euch auf die Muschel konzentriert, leuchten die Medaillons kurz auf. Hier, ich markiere die Grotte auf eurer Karte. Und die in der Schriftrolle erwähnten Boote sollten in der Nähe sein. Ich gehe zur Saallot-Grotte und verwende die Muschel, um die Medaillons zu finden. Gut, dann schauen wir doch mal. Die ist auf der anderen Seite. Da mache ich mich dann mal hin auf und dann sehen wir uns gleich dort wieder. So, wir sind jetzt in der Nähe. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt genau dorthin? Weil die Grotte scheint hier irgendwie mittendrin zu liegen. Ah, hier. Passt auf, nicht im Schlick stecken bleiben. Ich habe fast einen Stiefel verloren. Willkommen am Hintertal des Nirgendwos. Dies ist der Ort, den Valesea mir beschrieben hat. Der Eingang zur Saallot-Grotte. Die 5 Medaillons müssen irgendwo dort drin sein. Wir müssen uns beeilen und sie zurückholen. Ihr habt noch diese Muschel, die Valesea euch gab, oder? Ja, ich habe die Muschel hier bei mir. Gut, das wird uns helfen, die Medaillons zu finden, sobald wir hineingelangt sind. Valesea sagte, die Medaillons leuchten, wenn man sich auf die Muschel konzentriert. Ich vermute, der Orden der Emporstrebenden wird es uns nicht leicht machen. Das tun Bösewichte nie. Was für eine Art von Widerstand ist eurer Meinung nach zu erwarten? Das lässt sich nicht sagen. Doch wenn wir die emporstrebende Verfechterin treffen, wird sie dafür bezahlen, die wunderschöne Valesea gefesselt zu haben. Solche Übergriffigkeiten sind nur angebracht, wenn beide Seiten daran Interesse haben. Denkt auf jeden Fall daran. Unser vorrangigstes Ziel ist es, diese 5 Medaillons zurückzubekommen. Ich werde euch in der Grotte treffen. Das hört sich so bescheuert an, weil man steht direkt neben dem Eingang zusammen und sagt dann, ich werde euch drinnen treffen und dann steht er direkt neben einen. Also, ich finde es ein bisschen komisch. Aber gut, wir gehen hier rein. Benutzt die Muschel und seht, ob sich ein Medaillon in der Nähe befindet. Ja. Ich sehe da drüben etwas. Ja, ich auch. Gegner. Valesea ist ebenso brillant wie schön. Die Muschel zeigt Wirkung. Nun lasst uns die anderen finden. Jupp, dann komm mal mit. Oh, ich hasse diese Sprungviecher. Hier könnte irgendwo ein Medaillon sein. Setzt die Muschel ein und sucht nach etwas los. Ah, das ist die schleichende Mistwanze. Die ist aber nicht geschlichen, die ist gesprungen. Kommst du denn jetzt schon wieder? Sind ja jetzt schon wieder alle her. Die gehen mir nicht auf die Nerven. Und wo kommst du her? So, Moment, da oben. Hallo? Warum hat der das so nicht angenommen? Ah, da ist die schleichende Mistwanze. Hat er es jetzt angenommen?
Weil da steht nur, dass ich eins, also dass ich eins von fünf bekommen habe. Das ist jetzt irgendwie komisch. Ich halte euch den Rücken frei. Schnappt sie euch. Ah, da ist die schleichende Mistwanze. Wo denn? Hey, jetzt soll ich wieder dahin gehen? Was ist denn das für ein Quatsch? Jetzt hat er es angenommen, beim dritten Versuch. Oh, was ist denn das hier? Okay. Was ist mir jetzt hier? Verwendet wieder die Muschel und haltet die Augen nach etwas. Ich sehe da drüben etwas. Ja, wo ist da drüben? Ach, da. Ich sehe da drüben etwas. Alter, kannst du dich mal um den kümmern, Basti? Und wo kam der denn jetzt hier an? Ich sehe da drüben etwas. So, er hat es schon wieder nicht angenommen. Mann, geh mir doch nicht auf den Sack. Leg dich mal eben schlafen. Das ist echt ätzend. Du hast jetzt dreimal schon dieses Ding hier angeklickt und trotzdem funktioniert's nicht. Och, Leute. Dann kommen irgendwelche Idioten hier rangestürmt, die überhaupt gar nicht hier sein dürften. Hallo. Kann ich das eh jetzt nochmal? Jetzt. So, das habe ich ja eben auch schon gemacht. Das habe ich auch schon zweimal angeklickt. Okay, beim dritten Versuch klappt es dann. Gut, da gehen wir wieder raus. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal tiefer rein. Hier ist der Weg. Ich muss gehen. Andere Angelegenheiten verlangen meine Aufmerksamkeit. Okay. Wer war das jetzt? Leute, kann ich vielleicht erstmal die Videosequenz angucken? Das wäre ganz hilfreich. So, und wo ist das Ding jetzt, was ich gerade freigelegt habe? Ich weiß es nicht. Ist das da oben? Der Fall. Ah, ne, hier hinten. Und wieso kann ich jetzt schon wieder E drücken? Gilt das immer nur für 2-3 Sekunden? Das kann natürlich auch sein. Nee, mit nochmal E drücken geht der Pfeil wieder weg. Ja, super. Oh, das ist ja eine richtig tolle... Hallo. Wieso kann ich kein E mehr drücken? Leute... Ich habe doch hier vorne eben das E gedrückt. Wieso kann ich das jetzt... Hier war ich ungefähr. Wieso kann ich das jetzt nicht nochmal drücken? Und wieso geht das immer wieder zurück? Wieso resettet sich das immer? Ich verstehe es nicht. Ach komm. Muss ich nochmal komplett aus der Höhle raus oder was? Also nicht aus der Höhle, aber... hier nochmal reinkomme. Nee, ne? Das ist dein Ernst. Okay, jetzt haben wir es nochmal gedrückt. Mal gucken, ob das jetzt so lange hält, bis ich drüben bin. Ah, jetzt scheint es endlich mal zu funktionieren. Okay. Oh, es ist... Reicht es nicht, dass ich so wenig geschlafen habe? Nein, da kommt dann auch noch hinzu. Nee, wir sind hierher gekommen, oder? Da kommt dann jetzt auch noch hinzu, dass hier nichts funktioniert heute. Leider ist das ja öfter mal bei Teso der Fall, bei den Quests. Aber normalerweise kriegt man es dann doch irgendwie mal hin, dass das wieder repariert wird, in Anführungszeichen. Ich finde es halt nur schade, dass Zenimax da so wenig macht. Klar, die reparieren das natürlich auch, wenn sie irgendwo was mitkriegen. Aber es ist dann eher seltener. Da muss man immer selber sich auslocken, einlocken. Moment, jetzt immer E drücken. Dann muss ich euch wegmachen.
Hallo? Ja, das hier funktioniert dann sofort. Kommt. Ich glaube, ich habe einen Weg hier rausgesehen. Ja, das ist ja geil. Die funktioniert dann sofort, aber jetzt darf ich nochmal durch alle Gegner durchlaufen, weil die mir vorher nicht sagen konnten, dass ich unten raus muss. Ah! Ach nee, Jarkan, ganz ehrlich. Konntest du dir das nicht vorher überlegen? Wenn ich genau die gleichen Gegner, die ich eben schon stehen gelassen habe, muss ich jetzt wieder überall durch. Ein kleiner Pinf, du. Vor allem, wenn es nur darum geht, rauszukommen, da kann ich auch einfach rausporten. Die Frage ist nur, wo will er hin? So. Ich pflück mal Blümchen, bis er da ist. Aber er kommt jetzt wieder nicht mehr, oder? Ja, ich liebe es. Er ist irgendwo da drin jetzt abhanden gekommen. Da drin ist er auch nicht. Hallo? Jarkan, du solltest hier vorne stehen. Hallo? Ich sollte jetzt direkt vor ihm stehen eigentlich. Moment. Oh, warum backt der jetzt da hinten in der Ecke rum? Wieso stehst du jetzt hier? Wir haben alle 5 Medaillons wieder beschafft. Und wurden Zeugen eines überraschenden Auftritts der rätselhaften, emporstrebenden Verfechterin, von der wir so viel gehört hatten. Was für ein Glück. Gute Arbeit, wenn ich das sagen darf. Was machen wir jetzt, Jarkan? Jetzt bringen wir diese Medaillons zu Fürstin Arabelle. Ich kann es kaum erwarten, euch vorzustellen. Sie ist wirklich bemerkenswert. Eine ehemalige Offizierin der Löwengarde. Spionin und Agentin für Großkönig Emmerich und weltberühmte Schriftstellerin. Doch erwähnt letzteres nicht. Fürstin Arabelle ist Schriftstellerin? Oh, sie gibt nicht gern an. Sie wird es sogar vehement abstreiten, wenn ihr sie fragt. Doch sie schreibt diese wunderbaren Ermittlerin Vala-Romane. Zumindest munkelt man das auf der Straße. Auf jeden Fall sollten wir uns in Bewegung setzen, bevor noch mehr vom Orden der Emporstrebenden auftauchen. Das muss ich Evely sagen. Wo finden wir Fürstin Arabelle? Ich markiere den Standort ihres Lagers auf eurer Karte. Es ist sicherer, wenn wir uns aufteilen. Deshalb treffe ich euch dort. Behaltet fürs Erste die Medaillons. Ich gebe es nur ungern zu, doch ihr könnt besser auf sie aufpassen als ich. Mein Schlachtfeld ist die Liebe. In Ordnung. Ich treffe euch im Lager von Fürstin Arabelle. Wir sehen uns im Lager von Fürstin Arabelle. Ja gut. Die Frage ist, das ist auch hier in Wadenfell, aber da unten. Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg dorthin und sehe euch gleich dort wieder. So, hier sollten wir gleich am Ziel sein. Ah, da seid ihr ja. Hier drüben, Hübsche. Fürstin Arabelle, sie half mir beim Beschaffen der Medaillons. Ah, ihr seid also die Teure, von der Jarkan mir erzählt hat. Diejenige, die ihm half, jenen Auftrag abzuschließen, den er auf keinen Fall vermasseln durfte. Danke, dass ihr Valissea gerettet habt. Ich mag es lieber, wenn meinen Mitarbeitern nichts passiert. Vor allem denen nicht, die mir am Herzen liegen. Wir haben auch die Medaillons geborgen, die der Orden der Emporstrebenden gestohlen hatte. Das hatte Jarkan erwähnt. Gut gemacht. Ich bin mir nicht sicher, wie der Orden der Emporstrebenden unsere Pläne durchschauen konnte, aber wenigstens habt ihr die Einladungsmedaillons geborgen. Sie sind schließlich der Schlüssel. Im übertragenen wie im wörtlichen Sinn. Oh, das ist gut. Ich sollte mir das aufschreiben. Wofür sind denn diese Medaillons? Ich schätze, ihr habt euch diese Information verdient. Die Liga der Standhaften bereitet Friedensgespräche vor, um den Krieg der drei Banner zu beenden. Diese Medaillons werden es den gewählten Repräsentanten erlauben, einen geheimen Ort zu erreichen, an dem die Friedensgespräche stattfinden werden.
Weshalb will der Orden der Emporstrebenden die Friedensverhandlungen stören? Das, meine Teure, ist genau das, was ich herauszufinden versuche. Diese Gespräche sind so wichtig, als dass wir zulassen können, dass etwas dazwischen kommt. Wir müssen herausfinden, was der Orden der Emporstrebenden will. Und zwar schnell. Doch kann ich zuerst die Medaillons haben? Natürlich. Hier sind die 5 Medaillons. Oh, sind sie nicht bezaubernd? Eines für jeden Repräsentanten, der zu den Friedensgesprächen eingeladen wurde. Nehmt dies mit meinem Dank und wisset, dass die Liga der Standhaften tiefe Taschen hat, solltet ihr gewillt sein, uns weiterzuhelfen. Ja, hier machen wir allerdings erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.